das große und großartige Projekt Mail Art Against War im Rathaus Dinslaken fand nun nach 3 Monaten seinen Abschluss. Der Künstler Rainer Langer hatte diese Aktion in seiner Heimatstadt organisiert. Etwa 350 Künstler aus 45 Ländern hatten sich mit insgesamt 900 Arbeiten beteiligt. Parallel dazu gab es einen informativen Talk und eine ergänzende Ausstellung im Café Kostbar gegenüber. Meine Damen und Herren, mit dieser Ausstellung hat Rainer Langer es geschafft, Menschen aus aller Welt zum Sprechen zu bringen. Seine Kunst ist die der eindringlichen, einer nicht enden wollenden Kommunikation. Mein Projekt geht jetzt hier im Rathaus der Stadt Dinslaken zu Ende. Ich möchte mich ganz herzlich bei allen teilnehmenden Künstlern recht herzlich bedanken. Und ich kann nur sagen, dass diese Ausstellung im Rathaus hier ein weltweites Feedback gefunden hat. Und ich bedanke mich auch bei der Stadt Dinslaken für die großartige Unterstützung meines Projekts. Dinslaken hat der Welt eigentlich gezeigt, dass es eine Stadt ist, die für den Frieden steht. Das Mail Art Projekt insgesamt ist wirklich eine tolle Sache. Es ist im Grunde eine Revolution, die sich für den Frieden einsetzt. Und über 300 Länder, soweit ich weiß, sind da aktiv. Und da haben wir gesagt, das müssen wir unterstützen. Und dann hast du ja mit dem Thomas gesprochen und dann ist es dann weitergegangen. Tut mir schon ganz leid, hier demnächst wieder die leeren Wände zu haben. Aber ich weiß ja, dass die Ausstellung nie zu Ende ist und dass da noch andere Zielpunkte dran sind. Und wenn Dinslaken da ein Teil auf dieser großen Landkarte der Showorte ist, dann bin ich schon ganz zufrieden. Noch während der Ausstellung trafen immer wieder neue Arbeiten ein. Ja, und ein Werk kam sogar in letzter Sekunde. Also wir haben hier die Dinslakener Künstlerin Heike Meissner, die schon vorab ein kleineres Werk in der Ausstellung hatte. Und vorgestern haben wir dann telefoniert und dann hat Heike mir gesagt, dass sie noch ein großes Werk zu Hause hat, was auch in den Kontext dieser Mail Art Against War Ausstellung passt. Hier ist sie jetzt und wir stellen das Werk jetzt mal kurz vor. Und weil wir das alles hier in Dinslaken so nun nicht mehr sehen werden, machen wir mit Rainer zusammen noch einmal einen kompletten Abschiedsrundgang durch die Ausstellung. Wir sind jetzt im Gang und gehen erstmal die rechte Seite ab. Und hier haben wir dann 2 neue Werke. Das ist einmal hier Mirelle Holthausen und das Larissa Schwarz. Das sind alles neue Werke, die in den letzten Tagen gekommen sind. Das sind auch neue Werke, ja, von Nettie Mulder aus Holland, aus den Niederlanden. Diese Werke gingen direkt ans Rathaus der Stadt Dinslaken. Kaichi Murakami aus Japan. Das sind 2 neue Werke von Yves Wahle und Gangui Indien. Hier, das sind alles neue Werke. Diese 3 Werke sind von Bettina Schack und diese Werke sind aus dem Artstudio Bangladesch. Jetzt geht's wieder zurück und wir nehmen uns die gegenüberliegende Wand vor. Und da haben wir diese 4 Werke sind wieder Grafikstudio Bangladesch. Diese kleinen Radierungen. Diese 4 Arbeiten, also das, das, das und das, die sind von Rainer Höpken aus Dinslaken. Und dann sind diese Arbeiten von der Mireille Holthausen auch aus Dinslaken. Das ist einmal von Larissa Schwarz und diese Arbeit Mireille Holthausen. Rechts Larissa Schwarz, Mireille Holthausen. An den letzten 3 Wänden im Gang gibt es dann keine Neuzugänge und somit geht's weiter im Foyer der ersten Etage.
Wir beginnen mit der Ausstellungsfläche an der Treppe. Und hier finden sich Arbeiten, denen Rainer besondere Aufmerksamkeit schenken möchte. Hier sehen wir eine Arbeit der LVR Christoph-Schlingensief-Schule Oberhausen. Dimitri Babenko, Iris Bohnen, Roberto Scala, Stefano Sini, das Blaue, Ann-Kathrin Fries, Christina Holm, Stefan Heuer, Pier Roberto Bassi, Donna Lagone, ganz oben das, Helga Berg-Doremans, dann können wir weitergehen. Marion Jansen, Deborah Stevenson, Ralf Buchholz und Suniti Kastgier und dann die Stradadas aus Italien. Das ist ein neues Werk von Dagmar Bergs aus Dinslaken. Auch wieder ein neues Werk von Marita Zipperlin. Und das Werk ist von der Stefanie Zimmer, auch aus Dinslaken. Der Rundgang endet nun an der Hauptausstellungswand. Hier haben wir auch zwei neue Werke, eins von Simi de Cri und eins von Andreas von Pock. So, das war der letzte Rundgang der Gesamtausstellung im Rathaus der Stadt Dinslaken zu meinem Mail-Art-Projekt Against War. Und ich hoffe, wir sehen uns dann bald in Griechenland wieder. Tschüss, vielen Dank.